In den verwinkelten Gässchen Hanois nach dem besten Kaffee zu suchen. Einen wahnsinnig abenteuerreichen Roadtrip mit Menschen, die du gar nicht kennst, aber mittlerweile zu deinen Freunden zählen, in Australien zu machen. Oder mitten in Iquitos, in der isoliertesten Stadt der Welt, eine aufregende Expedition durch den Dschungel Perus zu machen. Eine Weltreise hat viele Facetten. Jeder hat so seine eigenen individuellen Wünsche, Gedanken, auch Herausforderungen. Und warum gibt es Menschen, die sich ein Ziel setzen und es dann auch wirklich in die Tat umsetzen? Aber warum gibt es auch viele Menschen, die sagen, das würde ich gerne machen, aber irgendwas hält sie zurück? Sei es diesen riesengroßen Berg, Dinge, die man vorher zu erledigen hat. Sei es die Gedanken zu machen, wie finanziere ich mir das oder wie budgetiert man, dass man nicht von heute auf morgen denkt, shit, die ganze Kohle ist weg. Auf was muss ich achten, wenn ich auf Weltreise gehe? Wie plane ich meine Reise eigentlich? Du brauchst einen gewissen Plan und das ist auch völlig okay. Oder wie ist das, wenn du ein bisschen introvertierter bist? Wie soll ich denn andere Menschen kennenlernen? Du weißt nicht, wie das mit der Organisation abläuft. Da gibt es so viele Punkte, die letztendlich einen abhalten, seinen eigenen Traum einer Weltreise wirklich in die Realität umzusetzen. Und genau dafür gibt es jetzt in Kooperation mit Explorer am 1. und 2. März 2025 das erste so noch nie dagewesene Reiseseminar. Mein Name ist Dick Martin. Ich bin mittlerweile seit über 14 Jahren dabei, die Welt zu bereisen. Meine Mission ist es, anderen Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben ein bisschen mehr als Abenteuer zu sehen. Und anhand von meiner Travel-Uni, meinen Coachings oder auch meiner geilsten Lücke im Lebenslauf, die Show, wie auch die gleichnamigen Spiegel-Bestseller-Bücher, muss ich sagen, ich freue mich wahnsinnig auf diese beiden Tage, diese Punkte und noch viel, viel mehr für dich anhand von deinen individuellen Herausforderungen angehen. Was letztendlich sehr, sehr viele Menschen immer so als riesengroßen Berg sehen an Aufgaben, den man nicht gewachsen zu scheinen sein, aber den wirklich in Häppchen aufzuarbeiten und an diesen beiden Tagen für dich, lass es den ersten Tag sein, an dem du deine Weltreise wirklich angehst und realisierst.